Können Sie kurz den diesjährigen Fokus des Festivals Queer East vorstellen? Ja, wir hatten ja traditionell in den letzten Jahren im Fokus immer das Thema Osteuropa der Vielfalt. Fing an mit Regionen, dann kam Religion, dann kamen Sinti und Roma. Dieses Jahr ein Thema Homosexualität in Osteuropa. Das sind Filme von homosexuellen Filmemachern und über schwule Lesben und Lesben in Osteuropa. Da gibt es ganz unterschiedliche Ansätze. Das reicht von Filmen wie zum Beispiel dem Film unseres Kurators aus Georgien, Fold in My Blanket heißt der. Das ist ein Film, der die Beziehung zweier Männer zueinander sehr indirekt darstellt. Es geht um die Sympathie, um die Annäherung. Da kommt kein einziger Kuss zwischen zwei Männern vor. Auf der anderen Seite gibt es auch Filme wie zum Beispiel Stand aus Russland und Frankreich, wo man zwei Männer sich küssen sieht. Das entspricht so ein bisschen der Unterschiedlichkeit, unterschiedlichen Entwicklung Osteuropas. In manchen Ländern ist es nicht mehr so stark tabuisiert, in anderen Ländern ist es tabuisiert, wird teilweise auch, ist die Homophobie extrem stark. Da kann man auch weniger machen, bekommt diese Themen auch weniger gefördert, bekommt weniger Mittel dazu, wird im Kino dafür angefeindet oder kann diese Filme kaum zeigen. In Ländern wie Polen, Ungarn und der Tschechischen Republik scheint es normal zu werden, dass das Thema ganz normal hinter anderen Themen steht. Ich möchte da auch unseren Kurator zitieren, der in seinem Vorwort sagt, normal wird die Situation erst, wenn es keinen schwulen Film mehr gibt. Also wenn es ganz normal ist, dass schwule und lesbische Charaktere so im Kino dastehen, wie es heterosexuelle Charaktere auch sind. Und dieses Ziel kann man eigentlich nur unterstreichen, da ist es aber leider noch ein sehr, sehr langer Weg hin.